Hier steht hier halt trotzdem noch, bitte log dich mit Login-Passwort ein, aber da steht da halt sofort willkommen, Manogan, weil das Plugin uns automatisch eingeloggt hat. Hey Leute, heute stelle ich euch das Plugin Fast Login vor. An diesem Plugin hört man ja schon, was das eigentlich macht. Ja, das Plugin ist sehr interessant für Server, die Cracked Source sind, das bedeutet, wo Spieler drauf können, die sich Minecraft nicht gekauft haben. Das Dumme ist halt daran immer, die Leute, die sich Minecraft gekauft haben, die müssen natürlich auch einloggen. Ist ein bisschen dumm, finde ich jetzt. Ich finde es halt eigentlich ziemlich nervig. Und dazu gibt es jetzt dieses Plugin. Dieses Plugin tut halt, wenn man ein Kommando eingibt und man hat einen Premium-Account, dann muss man sich dann nicht mehr einloggen auf dem Server. Das bedeutet, man muss sich dann nicht mehr einloggen. Man kommt immer automatisch eingeloggt rein. Es geht nur bei Leuten, die sich Minecraft gekauft haben. Bei Leuten, die sich Minecraft nicht gekauft haben, geht es nicht. Ich finde das Plugin eine gute Idee. Dieses Plugin benötigt auch noch dieses Plugin. Downloaden wir uns auch. Ja, das auch downloaden. Beide Plugins sind in der Beschreibung verlinkt. So. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir die mal auf den Desktop. Hier, das Fast Login Plugin. Und das Plugin. Natürlich habe ich hier schon in meinem Server. Habe ich natürlich schon auf Cracked gestellt und hier schon ein Plugin drauf. Ein Login-Plugin. Ihr wisst ja, das habt ihr sicherlich schon drauf in den Cracked-Server habt. Hier stehen auch auf der Seite, welche Plugins supported sind. Vier Login-Plugins sind supported. Die guckt ihr euch einfach hier an. Wenn ihr ein anderes habt, dann geht es nicht. Leider. So, und jetzt zieht ihr einfach die zwei da rein. Diese zwei Plugins. Starte den Server. So. Plugins Ordner. Warten, bis sich die Ordner generieren. Die setzen mal hier in die Ecke und den anderen hier in die Ecke. So, jetzt sehen wir hier Loading Reverse, please wait. Jetzt müssen wir halt kurz warten. Und der Server startet sich. Und wir sehen hier schon Fast Login Enabling Fast Login Version 0.2.4. Und dann seht ihr hier auch schon, dass das Plugin anders. Also hier stand ja gerade, dass es enabled ist, das Fast Login Plugin, und hier hat das Plugin auch schon anerkannt, dass es Outme auf dem Server ist. So, und das hat es hochgewandt. Und da würde ich sagen, ja, mehr gibt es zu diesem Plugin nicht zu sagen. Hier hat sich nur ein Ordner von diesem anderen Plugin generiert. Und dieses Plugin erkläre ich jetzt gerade nicht. Also gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das Plugin macht keinen Ordner, das Fast Login. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich in-game, wenn ich euch das Plugin etwas genauer zeige. Bis gleich. So, das sind wir jetzt mal hingehen. Also wir joinen jetzt mal auf unseren Server. Join. Und dann müssen wir uns, sehen wir schon jetzt, steht ja Manogan, join the game. Und ihr seht schon hier, wir müssen uns einloggen. Bitte registriere dich mit Register, Passwort, Passwort. Das machen wir mal. Register 1234, 1234. So, jetzt steht hier, Anmeldung war erfolgreich. Willkommen, Manogan on Anknow Server, T-Server, use Outme Protection. Ja, und jetzt sind wir eingeloggt. Und wenn wir hier rausgehen, der Server wieder einloggen. Dann sehen wir wieder, bitte log dich mit Login-Passwort ein. Login. 1, 2, 3. So, und jetzt sehen wir wieder den gleichen Text. Und wenn wir es nochmal machen, ist es wieder so. Müssen wir uns wieder einloggen. So, Login. Ich logge mich jetzt nochmal ein. So, und jetzt würde ich sagen, sagen wir dem Plugin mal, ja, wir sind ein Premium-Account, wir wollen uns nicht mal einloggen. Deswegen haben wir auch keinen Skin mehr, weil hier Cracked Server das hier jetzt hier gerade ist. So, also gebe ich einfach slash Premium ein. Dann steht da, der Spieler muss halt slash Premium eingeben. Und wenn ich slash Premium angegeben habe, dann steht da Edit to the List of Premium Players. Und wenn ich mich jetzt auslogge und wieder einlogge, dann steht da Logging, das geht jetzt ein bisschen, warum auch immer. Ja, jetzt lockt es aber lang an. So, und jetzt steht hier halt trotzdem noch, bitte log dich mit Login-Passwort ein, aber da steht da halt sofort willkommen, Manogan, weil das Plugin uns automatisch eingeloggt hat. Finde ich eine ganz praktische Sache. Ja, wenn euch das Plugin auch gefallen hat und ihr euren Premium-Spielern etwas die Arbeit auf eurem Cracked-Server erleichtern wollt und nicht wollt, dass sie sich ständig einloggen müssen, dann nutzt dieses Plugin unbedingt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.